Unsere Predigtserie heißt Geheimnisse des Segens entdecken. Und ich war in einer Praxis, da lag eine Frauenzeitung aus, die heißt Lydia. Und vor lauter Verzweiflung habe ich die gelesen. Und es gab einen Artikel, den habe ich dann aus dieser Zeitung rausgerissen und mit nach Hause genommen. Ich sage nicht, dass ihr das nachmachen sollt, aber ich wusste nicht, wie ich es hätte anders kopieren sollen. Ich lese euch das vor und ihr werdet sehen, das hat was mit unserem Titel zu tun heute, nämlich Gehorsam durch Segen. Oder ich habe so einen Satz entwickelt, wer Gehorsam erwählt, wird vom Segen vermählt. Okay, ich glaube, dass Goethe das besser hingekriegt hätte, aber nochmal, ja, wer Gehorsam erwählt, wird vom Segen vermählt. Auf Deutsch, das, was es sagen will, ist, es braucht Gehorsam, um Segen freizusetzen. Diese Story geht folgendermaßen. Eine Frau hat sich vorgenommen, eine Diät zu machen. Und sie wusste, um der Versuchung zu entgehen, fuhr sie immer an der alten Bäckerei nicht mehr vorbei, sondern suchte sich einen neuen Weg. Aber ihr wisst das auch, wie es manchmal so geht. Der Morgen kommt, es läuft alles, wie es läuft und man ist im alten Trott. Und in diesem alten Trott fuhr sie ihren alten Weg und sie fuhr an ihrer alten Lieblingsbäckerei vorbei. Und sie sah in der Auslage neue Torten, neues Gebäck, neuen Kuchen, Sahne, Käseschnitte. Und sie betete folgendes Gebet: Herr, ich will ja gehorsam sein, aber könnte es sein, dass du mich heute hier vorbeigeführt hast? Herr, wenn das wirklich nicht dein Plan ist, dann lass mich vor der Bäckerei keinen Parkplatz finden. Und dann schreibt sie: Nachdem ich die 8. Runde um den Block gefahren hatte, war doch ein Parkplatz frei und ich spürte das Reden des Herrn zu mir. Ich las das und dachte, ehrlich, ist das deine Art von Gehorsam und meine? Wir biegen uns das am Ende so hin, wie wir es brauchen. Herr, wenn du es nicht passend machst, biege ich es schon hin, dass es passt, oder? Und plötzlich habe ich das Reden des Herrn, obwohl ehrlicherweise Gott nach wie vor glaubte, dass die Dame Diät machen sollte. Meine Überzeugung. Wer Gehorsam erwählt, wird mit Segen vermählt. Gehorsam als ein Weg zum Segen, das klingt für uns in Deutschland nicht so gut, weil wir haben aus unserer Geschichte in der Vergangenheit, Gehorsam ist immer irgendwie negativ behaftet. Wir kennen so alten preußischen Kadavergehorsam, nicht denken, einfach machen. Wie hat Schiller so schlau gesagt, das Wort ist frei, die Tat ist stumm, der Gehorsam ist blind. Und manchmal denken wir, ja, so ist es. Oder Gehorsam aus Angst, weil die Bedrohung groß genug ist. Wir kennen das als Kinder, wenn wir wussten, unser Vater hat uns einen Auftrag gegeben und wehe, du tust nicht, was er dir sagt, dann wusstest du, kann das böse Konsequenzen haben. Gehorsam aus Angst. Und weder der Kadavergehorsam noch der Gehorsam aus Angst, nichts davon kommt dem Gehorsam, den Gott von uns möchte, entgegen. Sondern Gott arbeitet immer auf der Basis der Liebe. Gott arbeitet immer auf der Basis des Vertrauens. Wenn Gott dir eine Anweisung gibt, dann nicht, weil er dich in Angst und Schrecken versetzen will, nicht, weil er dir irgendwas wegnehmen will, sondern Gottes Gebote sind immer zu deinem Besten. Nochmal, wenn du herausgefunden hast, dass Gott gut ist, verstehst du, warum er dir Anweisungen gibt, um dich in deinem Leben zu fördern, um dich in das Maximum reinzubringen, das er für dich vorbereitet hat. Und er weiß, dass seine Wege besser und höher sind als deine eigenen. Und es braucht diesen Moment der Liebe, der das ergreift und dann merkt, hey, ich bin nicht gehorsam, weil ich Angst habe, sondern ich bin gehorsam, weil so viel Gutes mich erwartet. Ist das deine Erkenntnis? Hast du das schon verstanden? Hey, wir sind nicht gehorsam aus Angst, sondern wir sind gehorsam aus Liebe.
Ich habe überlegt, ob das tatsächlich in allen Punkten stimmt. Und ich habe mich entdeckt. Und wisst ihr, warum ich gehorsam bin? Weil ich den Segen will. Manchmal erwische ich mich dabei, dass ich einfach furchtbar egoistische Beweggründe habe, bei dem, wenn ich gehorsam bin, Gott gegenüber. Und der Teufel hat einen Dialog mit Gott selber über einen Menschen, der heißt Hiob. Und der Teufel kommt genau mit dieser Argumentation und sagt, Gott, dieser Bursche Hiob, den du so hypst, den du so nach oben bringst, von dem du sagst, dass er dich wirklich so unglaublich liebt. Gott, sei doch mal ehrlich, der liebt dich doch nicht, weil er so gerne mit dir zusammen ist, sondern der liebt dich doch nur, Gott, weil du die Spendierhose anhast. Weil du ihn so mit Reichtum und so mit Segen beschenkst, dass der ja schön blöd wäre, wenn er dir nicht nachfolgen würde. Gott, du kannst ja mal das Experiment mit dem Burschen machen. Was ist, wenn du ihm den Segen mal nicht gibst? Mal gucken, ob der dir dann immer noch so mit Begeisterung nachfolgt. Und tatsächlich, das Exempel wird statuiert. Dieser Mann erlebt Verlusterfahrungen wie wahrscheinlich niemand vor ihm. Und dann kommt die Quintessenz seiner Erkenntnis. Er sagt folgenden Satz. Der Herr hat es mir gegeben. Der Herr hat es wieder genommen. Mein Fazit ist, der Name des Herrn sei gelobt. Wow. Die Frau kommt vorbei und sagt, hey, du hast so viel Leid erlebt, sag doch deinem Glauben ab. Und er sagt, hey, haben wir von Gott das Gute genommen? Sollten wir jetzt, wo die Sachen schwächer werden und schlechter werden, sollten wir jetzt unserem Glauben abschwören? Never ever. Und wir alle kennen die Geschichte. Der Mann bleibt an Gott dran. Und er sagt, es ist mir ganz egal, aber tief in meinem Herzen bin ich davon überzeugt, dass Gott gut ist. Und selbst wenn ich jetzt gerade den Plan nicht verstehe, werde ich an ihm dranbleiben. Und am Ende dieses Buches kommt diese enorme Offenbarung. Und er sagt, Gott, ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie du bist. Ich war nur religiös, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Und ich entdecke dich und ich merke, du bist der Gott, der mich reich macht, der mich beschenkt, der mir doppelt zurückgibt, wie ich je vorher hatte. Was für eine Offenbarung Gottes. Er bleibt dran. Er lässt sich das Gutsein Gottes nicht rauben durch irgendwelche Umstände und bleibt im Gehorsam zu Gott. Hey, das ist, was wir brauchen. Dieses tiefe Bewusstsein, ich habe einen guten Gott und das, was er sagt, wird zum Besten in meinem Leben sich durchsetzen. Ist das deine Herzenshaltung, warum du gehorsam bist? Oder spürst du immer, wenn das Wort Gehorsam kommt, kriegst du ganz komische Gefühle, weil du dir nicht sicher bist, Mann, meint Gott das wirklich gut mit mir? Ist wirklich sein Plan der beste? Die Not ist, wenn du nicht glaubst, dass Gott den guten Plan hat, musst du dir einen eigenen machen. Die Not ist, wenn du nicht glaubst, dass Gott für dich Zukunft und Hoffnung hat, musst du es aus eigener Kraft machen müssen. Ich will uns ein Beispiel aus der Bibel zeigen, was ich großartig finde. Das steht in Markus im 5. Kapitel, nein, in Lukas im 5. Kapitel. Da ist Jesus mit seinen Leuten unterwegs. Er ist am See Genezareth, eine Riesenmasse umringt ihn, er predigt und er hat wahrscheinlich eine seiner herausragend guten Predigten. Die Menschen werden immer mehr, sie drängen ihn immer mehr zum Rand des Ufers. Irgendwann schaut Jesus nach einer Alternative um und sieht, Petrus ist da mit seinem Boot und er fragt ihn und sagt, Petrus, würdest du mich mitnehmen? Und Petrus ist gehorsam und sagt, klar, Herr, das kriege ich ja hin, vom Ufer ein Stückchen weg. Jesus kann entspannt im Boot sitzen und predigen und die Leute hören ihn überall, für alle eine Win-Win-Geschichte. Manchmal braucht es diese kleinen Schritte des Gehorsams, um nicht nur selber gesegnet zu werden, sondern auch noch ein Segen für andere zu sein.
Petrus ist das in diesem Fall. Und er hatte das gar nicht nötig. Er hätte sich auch verweigern können und sagen können, Jesus, weißt du was, ich hatte heute so eine üble Arbeitsnacht. Ich bin eigentlich völlig fertig für diesen Tag. Ich will einfach nur hier rumlümmeln, in der Sonne ein bisschen rumliegen. Was immer du willst, mach was du willst, aber lass mich in Ruhe. Hätte er machen können und er hätte das größte Wunder seines Lebens verpasst. Er war im kleinen Gehorsam. Und wir sehen gleich, dass Gehorsam im Kleinen oft einen riesen Segen freisetzt. Als Jesus mit seinem Gottesdienst fertig ist, guckt er seinen Petrus an und sagt zu ihm, Petrus, vielen Dank. Ich habe jetzt noch einen Auftrag für dich. Diesmal sollst du gesegnet werden und dazu musst du mit deinem Boot auf die Mitte des Sees fahren, dein Netz einfach auf der anderen Seite rauswerfen und das, was du in der Nacht nicht gefangen hast, ich gebe dir den größten Fang deines Lebens. Es wird gewaltig. Kennst du diese Momente, wo Gott zu dir spricht und das, was er sagt, passt nicht in dein Denkschema? Das war der Moment, den Petrus an dem Augenblick erlebt. Er war Fischer. Das hatte der von klein auf von Papa und von Opa und von ich weiß nicht wem gelernt. Die hatten eine Fischereidynastie am See Genezareth. In Kapernaum hatten die wahrscheinlich einen Fischladen. Der wusste, wie es geht und der wusste, dass man in diesem Bereich von Israel am See Genezareth, wann das Netz rauswirft, wenn man Hoffnung auf Fische haben will. Immer nur nachts. Da ist es kühl, da kommen die Fische hoch und wenn man irgendwas fangen will mit diesen Netzen, dann in der Nacht. Am Tag, noch wenn es Mittagszeit ist, die Sonne im Zenit steht, die höchste Hitzeentwicklung da ist, die man sich vorstellen kann, dann fährt A selber niemand auf den See, weil es viel zu heiß ist und die Fische sind auch nicht so blöd, dass sie plötzlich in diese warmen Wassergefilde auftauchen wollen. So, wer immer auf die Idee kommt, mitten am Tag bei brütender Sonne auf den See Genezareth zu fahren, um das Netz rauszuwerfen, muss ein absoluter Anfänger sein. Der hat einfach keine Ahnung. Und Jesus lädt ihn ein und sagt, Petrus, mein Freund, ich habe den Fischen schon Bescheid gesagt, du musst nur vorbeifahren und sie abholen. Und Petrus weiß genau, See Genezareth, wo liegt der See Genezareth? Viel tiefer als der Rest. Das heißt, alle Städte drumherum, alle Dörfer drumherum können wohin gucken? Auf den Schwachmaten, der gerade auf dem See sich rumtummelt. Jeder sieht ihn. Der Mann steht in jeder Zeitung als der größte Chaot, den die Fischereigeschichte je gesehen hat. Ey, der ist ernsthaft von einem Zimmermann dazu angehalten worden, mitten am Tag die Netze auszuwerfen, wo es, ich weiß nicht, wie viel zig Meter runtergeht und der mit seinem 10-Meter-Netz überhaupt gar keine Chance hat. Petrus wusste genau, wenn er jetzt gehorsam ist, schreibt er Geschichte so oder so. Entweder als der größte Depp, den die Geschichte je gesehen hat, oder wenn es wirklich der Herr ist, macht er den Fischfang des Lebens. Der steht noch in den Geschichtsbüchern unter Guinness Buch der Rekorde in 100 Jahren. Kennst du diese Momente, wenn du weißt, Gott hat zu dir gesprochen, aber du überlegst dir, das könnte echte Konsequenzen für dich haben? Und dann sagst du dir, oh, lieber nicht. Lieber bin ich ungehorsam. Weil wenn es schief geht, wow. Aber was ist, wenn es der Herr war und du am größten Wunder deines Lebens vorbeigehst? Nur weil du nicht groß genug von Gott denken konntest.
Ich war in Bremen für einige Zeit Lehrer auf einer Gesamtschule und hatte den großartigen Job, Religion zu unterrichten. Und meine ersten Tage in der Schule machten mir klar, da gibt es keine Leute, die wirklich glauben. Religionsunterricht war der Unterricht, wo man entweder fehlte oder Quatsch machte oder irgendwas machte. Ich kriegte mit, dass im Lehrerzimmer es überhaupt keine Option war, über Glauben zu reden. Und ich wusste genau, so will ich nicht arbeiten. Und ich hatte in meinem Herzen gebetet und mein Gedanke war, geh einfach morgens um 5 Uhr in die Schule, hol dir vom Hausmeister den Schlüssel und du gehst in jede Klasse, in die du Unterricht machen sollst und gehst von Stuhl zu Stuhl und segnest jeden Schüler, der auf diesem Stuhl sitzen wird. Und wenn du dann um 7:30 mit der ersten Stunde anfängst, hast du sie schon mal alle durchgesegnet. Ich fand die Idee jetzt nicht so doof, habe mir den Schlüssel geholt und habe das angefangen zu praktizieren, Woche für Woche. Irgendwann war mal der Hausmeister da und hatte mich beobachtet, kam nachher zu mir und sagte, ich habe das schon richtig verstanden, Sie beten für Stühle, oder? Nee, ich bete nicht für Stühle, sondern ich bete für die Schüler, die da kommen und ich bete dafür, dass der Friede Gottes auf sie kommt, weil die kommen mit allem möglichen Zeug von zu Hause und ich möchte, dass Gott wirklich was für sie tut, weil ich glaube, wenn diese Kiddies nicht lernen, wirklich von dieser Liebe Gottes sich packen zu lassen, werden die keinen wirklichen Start ins Leben haben. Er hat das nicht wirklich verstanden, was auch nicht so schlimm war und ich zog das einfach Woche für Woche, Monat für Monat durch. Ich war schon 3/4 Jahr da, das neue Halbjahr hatte angefangen und nach einer dieser Religionsstunden, ich glaube in der 9. Klasse, kommt die Konrektorin auf mich zu. Eine Dame, die ich natürlich aus dem Lehrerzimmer kannte, eine Dame, die ursprünglich aus Leipzig kam, mit Glauben nichts am Hut und sie nimmt mich zur Seite und sagt, Herr Brandner, darf ich Sie mal was fragen? Sie haben ja sicher gemerkt, dass in dem neuen Halbjahr ich immer nach Ihnen mit Deutsch dran bin. Und jetzt wollte ich Sie doch mal was fragen. Was machen Sie mit den Kindern in der Klasse? Und ich wusste gar nicht, was sie von mir wollte und habe gesagt, was genau meinen Sie? Sagt sie, das ist schon eigenartig. Immer wenn Sie drin waren und ich komme nachher rein, ist so ein ganz tiefer, ich sag sie, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Das ist wie, als wenn da Frieden auf diesen Kindern ist. Und ich mache Unterricht wie in keiner anderen Klasse. Es läuft einfach ab. Sagt sie zu mir, können Sie mir erklären, was Sie genau machen? Und bevor ich Luft holen konnte, um zu atmen, sagt sie plötzlich, wissen Sie was? Sie können das bei der nächsten Lehrerversammlung in der Konferenz mal erklären, wie Sie es machen. Wie erklärst du Leuten, die keine Ahnung haben von Glauben, was der Friede Gottes ist? Dass du durch die Gegend rennst und betest und Gottes Gegenwart auf die Klasse ziehst, das musst du mal jemandem erklären, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Und ich wusste, ich habe die Herausforderung meines Lebens. Tatsächlich die Lehrerkonferenz kam und sie kündigte mich dann an und erzählte so, wie sie das so erlebt und sagt, der Herr Brandner, der hat irgendwie einen Trick und er erzählt uns heute, wie es funktioniert. Und ich saß da und musste mich dann erheben und dachte immer, wenn der Herr jetzt wiederkommen wäre kein Fehler, guter Termin. Aber er kam nicht wieder und ich saß da und dachte, wie erkläre ich das den Leuten? Irgendwann habe ich all meinen Mut zusammengenommen und habe gesagt, Leute, ich unterrichte ja nicht umsonst Religion. Ja, ich glaube an die Gegenwart Gottes, ich glaube an die Liebe Gottes. So bla, habe die Sache einfach erzählt, wie sie ist. Schweigen im Walde. Mit Mal meldet sich der Chemielehrer und sagt, ich komme auch aus so einer Kirche, wo man für Leute betet, aber das habe ich noch nie gemacht. Aber das hört sich doch gut an, oder? Beten vor der Schule, vorm Unterricht ist doch eine gute Maßnahme. Und bevor ich irgendwas machen konnte, sprang der in die Bresche, guckte seine Leute an und sagt, wer ist morgen um 6:30 zum Gebet hier?
Bevor ich irgendwas machen konnte, hatten sich 4 Leute gemeldet und ich war dann der 5. in dem Bund. Leute, am Ende des Schuljahres hatten wir einen Aussegnungsgottesdienst für die Schüler und im nächsten Jahr hatten wir den Eröffnungsgottesdienst für die Schüler. Es gab am Ende 8 Bibelschülergebetskreise und Gott fing an, was zu tun an der Schule. Und es hat mich was gelehrt, Leute. Es hat mich was gelehrt. Manchmal ist das, was du am Anfang tust, so fast dümmlich. Und die Leute gucken dich an und denken, was auch immer der da treibt. Aber Gott ist für das Wunder zuständig. Du bist für den Gehorsam zuständig. Leute, nochmal, das ist der Punkt für ein Wunder. Du bist für den Gehorsam zuständig. Der Chef ist für das Wunder zuständig. Und Petrus macht genau dasselbe. Er nimmt diesen Auftrag Jesu an. Und der klang in seinen Fischerohren überhaupt nicht logisch. Der klang auch nicht in irgendeiner Form besonders intellektuell. Das war alles andere. Alles, was er hörte, war unmöglich. Aber er ging in die nächste Ebene und sagte: Aber wenn mein Herr das gesagt hat, dann mache ich das. Leute, das ist Gehorsam, weil wir wissen, dass wir einem guten Gott dienen. Tun wir, was er sagt. Er ist für das Wunder zuständig. In einem Gottesdienst, einer unserer jungen Leute, der zu frisch zum Glauben gekommen war, ich kannte ihn, wir hatten schon ein paar Unterredungen mit ihm. Er sitzt im Gottesdienst und er sieht völlig abgefrustet und depressiv aus. Und ich gehe zu ihm hin und sage: Hör mal, was ist los? Ah, sagt der Pastor, ich will da nicht drüber reden. Nächster Gottesdienst, er sieht immer noch so depressiv aus. Ich sage: Jetzt erzählst du mir, was geht, oder wir beide sitzen hier bis heute Abend. Und irgendwann erzählt er mir, er ist gerade in Ausbildung, macht sein 3. Jahr und sie wurden zum Lager abkommandiert und der Kumpel, mit dem er da zusammen im Lager gearbeitet hat, die kamen auf die schlaue Idee, anstatt 10 Paletten, die reinkamen, nur 9,5 Paletten abzurechnen und den Rest unter der Hand zu verkaufen. Und das hatten sie ein paar Monate jetzt getrieben und hatten tatsächlich sich ein schönes Zubrot verdient. Das Dumme war, es kam die Revision und es drohte, der ganze Laden aufzufliegen. Und er wusste erst noch im 3. Lehrjahr, wenn das rauskommt, kann er seine Ausbildung an den Nagel hängen, dann ist er tot. Und er war in die Kirche gekommen und war jemand, der Jesus nachfolgen wollte. Und wenn dann in der Kirche bekannt wird, der Typ, der da schwarz seine Geschäfte gemacht hat, der ist in der Gemeinde, dann ist er auch tot. So egal, wie er sich drehte, er wusste, wenn das rauskommt, bist du erledigt. Und jetzt kam er und saß da bei mir. Und dann schaue ich ihn an und ich sage: Weißt du, ich habe eine Riesenlösung. Wir gehen zu deinem Chef und klären das. Und er sagt: Matthias, mach keinen Ärger. Mein Chef hat echt eine gute Meinung von mir. Und wenn der mitkriegt, ich habe ihn beklaut und betrogen, dann kannst du meinen Ausbildungsvertrag einfach in den Nagel hängen. Und ich schaue ihn an und sage: Weißt du, was die Bibel sagt? Die Bibel sagt, wenn wir gehorsam sind, fängt Gott an, den Segen auszuschütten. Ein paar Tage später rief er mich an, hatte sich durchgerungen, sagt: Aber nur, wenn du mitkommst, wir gehen beide zum Chef. Ja, sage ich, ist mir egal, lass uns beide hingehen. Wir gehen beide hin und es war wirklich, wie er gesagt hatte, der Chef, schon älterer Herr, schaut ihn an und sagt: Ich freue mich, Sie zu sehen. Sie sind einer unserer besten Leute. Mit Ihnen wird die Zukunft der Firma nach vorne gehen. Und du siehst ihm an, wie sein Gesicht gefriert. Ja? Und er da steht und anfängt rumzudrucksen. Und dann fragt der Chef und sagt: Wen haben Sie mitgebracht? Und er sagt: Ich habe meinen Pastor mitgebracht. Und der Typ guckt mich an und sagt: Wieso müssen Sie den Pastor mitbringen? Okay, und es war klar, jetzt muss er Farbe bekennen und er erzählte alles, wie es gelaufen war. Und du sahst diesem alten Mann an, dass der richtig litt. Und ihn sagt: Ja, was soll ich jetzt mit ihm machen? Ich kann sie ja nur kündigen. Und dann sagt er: Ich habe mir überlegt mit dem Pastor zusammen, wir machen ein Konzept und ich zahle ihnen alles zurück. Aber das bedeutet, sie müssen mich weiter beschäftigen, sonst kann ich nicht zurückzahlen.
Und der Chef schaut ihn an und sagt, so machen wir das. Der Pastor ist Zeuge. Wir unterschreiben das alle drei. Dann haben wir das zu dritt unterschrieben. Er war noch 3 Jahre in der Firma. Dann hatte er sein Zeug zurückgezahlt. Mit dem Tag, wo er es zurückgezahlt hat, holt der Chef ihn rein und hat ihn zum stellvertretenden Geschäftsführer gemacht. Und noch 3 Jahre weiter ist er der Hauptgeschäftsführer und leitet bis heute die Firma. Weil der Typ gesagt hat, wenn einer ehrlich genug ist, sein Versagen zuzugeben, ist das jemanden, dem ich meine Firma anvertrauen will. Und ich habe was verstanden. Leute, Gehorsam ist immer der Punkt, wo Gott seinen Segen drauf gibt. Denk gut drüber nach. Wie viele Bereiche in deinem Leben leiden deshalb, weil du nicht gehorsam bist, weil du genau weißt, was Gott eigentlich von dir möchte, aber du tust es nicht. Ich möchte mit dem Gedanken schließen, weil die Bibel macht es sehr deutlich. Da gibt es diesen König Saul, der auch denkt, er muss irgendwie Kompromisse machen. Und Gott sagt zu ihm, Ungehorsam ist wie Zaubereisünde. Ungehorsam bedeutet, Gott, ich vertraue dir nicht. Ungehorsam bedeutet, Gott, ich glaube, ich weiß es besser. Ungehorsam bedeutet, ich hole mir andere Quellen, wo ich mir den Segen herholen will. Ungehorsam bedeutet, ich mache Menschen zu meinem Gott oder ich mache sogar Sünde zu meinem Gott. Ungehorsam holt die zerstörerischen Kräfte der Finsternis in dein Leben. Und Gott warnt diesen König und sagt zu ihm, weißt du, Gehorsam ist viel besser als nachträgliche Opfer. Nachträglich um Vergebung bitten, nachträglich irgendwelche Dinge drehen wollen, um es irgendwie nochmal gerade zu biegen. Hey, Gehorsam ist besser, mach es nicht auf die schräge Tour. Ich möchte heute zu Leuten reden, von denen ich glaube, dass Gott zu ihnen reden will. Ich möchte dich fragen, gibt es Bereiche in deinem Leben, die nicht unter dem Segen Gottes stehen? Und wenn das der Fall ist, dann frag dich, bin ich gehorsam? Erkenne ich den Willen Gottes und bin ich gehorsam oder bin ich nicht gehorsam? Und wenn du nicht gehorsam bist und es weißt, warum willst du dich vom Teufel länger beklauen lassen? Warum willst du, dass der Segen nicht wirklich in dein Leben kommt? Leute, beim Segen ist es immer so, wenn der in unser Leben kommt, segnet er nicht nur uns, sondern er segnet die anderen mit. Jakobus und Johannes hatten wahrscheinlich noch nie so viele Fische wie an dem Tag. All die Leute, die gesegnet wurden, weil Petrus gehorsam war. Leute, Gemeinden werden nicht gesegnet, weil Menschen in der Gemeinde einfach in Sünde und in Ungehorsam leben. Denk mal an Ananias und Sapphira. So viele Dinge können nicht durchbrechen, weil wir einfach nicht gehorsam sind. In deiner Familie, Segen bricht nicht durch, weil du einfach sagst, Gott, ich weiß zwar, was du willst, aber ich mache das Gegenteil. Das hat bei Jona schon nicht gut geklappt. Bei Saul hat das auch nicht gut geklappt. Das wird bei dir auch nicht gut klappen.